Chemie bestimmt unser tägliches Leben. Viele Vorgänge, die uns tagtäglich begegnen, sind chemische Reaktionen. Einige sind uns bereits bekannt, aber es gibt noch viel zu erforschen. Bei vielen chemischen Reaktionen im Alltag handelt es sich um Verbrennungsvorgänge. Zum Beispiel verbrennt Holz oder Papier. Zurück bleibt Asche, die im Vergleich zum unverbrannten Stoff viel leichter ist. Auch eine brennende Kerze scheint allmählich zu verschwinden. Wird bei diesen Vorgängen die Masse der Körper beseitigt oder vernichtet? In einem der vorigen Versuche entstand aus einer der beiden Flüssigkeiten ein fester gelber Stoff. Sind die dabei entstandenen Reaktionsprodukte schwerer als die Edukte? In einem Versuch wiegen wir zwei Messbecher, die zwei verschiedene Flüssigkeiten enthalten. Rechts eine Lösung von Natriumsulfat in Wasser, links eine wässrige Bariumchloridlösung. Wir vermischen nun die beiden Flüssigkeiten, indem wir den Inhalt eines Messbechers in den anderen überführen. An der Waage können wir ablesen, dass hier die Gesamtmasse der Reaktionspartner unverändert geblieben ist. Aus einer Vielzahl ähnlicher Beobachtungen und Messungen zogen die Chemiker Lomonossow und Lavoisier den Schluss, dass sich bei chemischen Reaktionen die Gesamtmasse der beteiligten Stoffe nicht messbar ändert. Diesen Sachverhalt bezeichnet man als den Satz von der Erhaltung der Masse bei chemischen Reaktionen. Wir haben bei der Elektrolyse von Wasser gesehen, dass seine Moleküle aus Wasserstoffatomen und Sauerstoffatomen im Zahlenverhältnis 2:1 zusammengesetzt sind. Mit der hier aufgebauten Anordnung kann diese Beobachtung nochmals auf andere Weise bestätigt werden. Das in Wasser eintauchende Kunststoffgefäß, ein sogenanntes Eudiometerrohr, füllen wir mit Gemischen von Sauerstoff und Wasserstoff in verschiedenen Mischungsverhältnissen und bringen diese durch einen Funken zur Reaktion.